Der Herbst. In keiner anderen Jahreszeit liegen Leben und Tod, Abschied und Neuanfang so nah beieinander. Die Natur wird zu dieser Zeit in ein so schönes goldenes Licht getaucht und die Welt erstrahlt noch ein letztes Mal. Wenn sich die warme Jahreszeit dem Ende neigt, wird es draußen langsam wieder kälter und die Tage werden kürzer. Der Herbst beginnt. Noch ein letztes Mal in diesem Jahr gibt die Natur ihre Schätze preis. Die schnell ziehenden Wolken deuten einen Wetterwechsel an. Der Wind nimmt stetig zu. Unter seiner Kraft fallen die bunten Blätter ab. Die Blätter bedecken nun den Boden mit einem dicken, raschelnden Teppich. Eine Zeit des Aufbruchs. Alle, egal ob Tiere, Menschen oder Pflanzen, bereiten sich auf den bevorstehenden Winter vor. Nahrung im Überfluss, die Tiere jetzt dringend brauchen. Bäume kleiden sich in prachtvollen Farben. Leider ist dieses Schauspiel nur von einer kurzen Dauer. Die Bäume verlieren langsam ihre Blätter. Aber warum eigentlich? Draußen wird es kälter. Das ist ein Signal dafür, dass der Baum anfängt, den Pflanzenstoff Chlorophyll, der für die grüne Farbe zuständig ist, abzubauen. Dadurch können andere Stoffe aufgebaut werden, welche die Blätter orange und rot werden lassen. Wenn der Abbau des Stoffs beendet ist, wird das Blatt nicht mehr mit Nährstoffen und Wasser versorgt. Das Blatt fällt ab. Der Winter lauert schon mit all seinen Entbehren. Bevor es jedoch soweit ist, zeigt sich die Welt noch ein letztes Mal in den buntesten Farben. Doch jeden Tag verblasst die bunte Herbstmacht ein wenig mehr. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.